Damit sind wir wieder in Imola. Es ist nichts passiert vorher. Nichts passiert. Egal. Ja. Wir starten direkt das Rennen. Versuch Nummer 2. Und das war jetzt ein super Start. Wir legen einfach den Mantel des Schweigens drüber. Ich habe vergessen, dass ich Traktionskontrolle aus habe und habe das Auto mehrfach weggeworfen. Da ich ja jetzt nach 2 Wochen mal wieder dabei bin. Ja, nach 2 Wochen, wirklich literally 2 Wochen, schön, von Mittwoch auf Donnerstag, bin ich krank geworden, vor 2 Wochen, und ja, heute ist der einzige Tag oder der erste Tag, wo ich wieder halbwegs meine vernünftige Stimme wieder habe. Auch ohne Husten, großmächtig. Also, ja, ich hatte eine Grippe gehabt. Jetzt war ich allerdings so doof. Bin natürlich nicht zum Arzt gegangen, sondern bin weiter arbeiten gegangen. Bei minus schieß mich tot Temperaturen. Gefühlt minus 16 Grad, minus 16 Temperaturen, minus 16 Grad Temperaturen. Aber gut, was tut man denn nicht alles, ne? Falls Sie es nicht wissen, ich zerstöre Autos. Literally. Und wir sind aktuell so schnell, dass sogar unsere Chefs gesagt haben, macht mal ein bisschen langsamer. Wir können gar nicht so viele Autos reinholen, wie ihr fertig macht. Naja, passiert, ne? Oh, wir nehmen ein bisschen Distanz. Oh, wird noch eine schnellste Runde. Mein Gott, nerv mich doch nicht mit deinem scheiß DRS ab. Komma 9 Sekunden schon. Vier Sekunden, 4,1. Perfekt. So muss ein Rennen doch laufen. Mittelsektor war jetzt nicht gerade so gut. Letzter Sektor könnte 221, aber so gut war es auch wieder nicht. Wir müssen ein bisschen Batterie sparen. Schön. Fünf Sekunden, über 5 Sekunden.
Ist einfach nur basically Nonplusultra. Was wir hier gerade abrufen, 5,2. Jetzt lassen unsere Reifen ein bisschen nach. Runde 4 lassen Reifen nach. Sehr schön. Keine Angst, ich hatte gerade die Mauer im Blickfeld gehabt. Hundertprozentig. Das war überhaupt nicht eng. War alles geplant. Das war kein guten Movement-Entry, aber auch irgendwie gepackt. Muss ja unbedingt meinen Witz zu Ende versuchen zu ziehen. Ja. Gibt uns ein bisschen Minuszeit, macht ja auch nichts. Rufen wir eben kurz wieder raus. Mal kurz ein bisschen fokussieren. Durch die Kurven gut durchkommen. Schön runterbremsen. Schön eingelenkt. Abfahrt. Siehste, ganze Zeit wieder rausgeholt und das in einen Sektor. Rechts, links. Schön drauf. Ein bisschen sliden lassen. Und schon sind wir fast 6 Sekunden. Hier mal kurz einlenken. Perfekt durch. Über 6 Sekunden schon. Jo, das könnte unser Rennen jetzt sein. Richtig stark durch. Das war kein guter Entry. Aber den packen wir noch. Ja, die erste Kurve. Da habe ich eigentlich mal einen guten Entry. Nur zur zweiten Kurve. Da ist der Entry immer etwas off. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Muss ich mir mal gleich ein bisschen drauf konzentrieren, ne? Und so. 6,2 stark fliegen lassen. Etwas zu spät gebremst. Deswegen etwas zu weit rausgekommen. Auch hier hätten wir permanent rausstehen bleiben mögen. Schön durchgekommen. Ein bisschen extra Power abgerufen. Links rum. Zweite links können wir voll nehmen. Rechts rein, im Kurvenscheitel schon auf der Bremse, bisschen lösen Bremse, wieder fest, wieder lösen, rum das Ding, Abfahrt. Hier dann ein bisschen aufpassen. Hier kann man ruhig etwas zu schnell sein, weil hier wird nicht so stark auf die Begrenzung geachtet. Aber übertreiben sollte man es nicht, sonst landet man in der Mauer. Und das wollt ihr nicht. Mal kurz hier rein. Stark gemacht. Zweimal rum. Nähern uns dem Boxenstoppfenster. Wir werden mit Medis weiterfahren.
Das war ein guter Entry, das war ein guter Exit. Das war ein super Entry hier. Hier schön runter. Relativ ordentlicher Entry. In die zweite. Eigentlich nicht, aber es hat gereicht. Stark. Wir ziehen vorne unsere Kreise. Ein bisschen vorne wieder verloren. Leider. Kurz hier mal auf der Bremse. Eingelenkt. Nummer 2. Nicht gut. Etwas zu früh auf dem Gas gewesen. Aber egal. Wir haben noch nächste Runde. Wobei wir noch ein bisschen hinauszögern können. Bis Runde 14. Möchte ich eigentlich auch mal versuchen. Einfach nur um zu gucken, was hinter uns gemacht wird. Wo bleibt Oberflieger Max? Soll er erstmal die Medis lassen gerade nach. Sind nämlich auf über fast 8 Sekunden. Das heißt, die Medis knicken ein bisschen ein. Ferrari ist nicht sparsam mit ihren Reifen. Wir gehen doch diese Runde ein. Wir feuern wirklich aus allen Rohren. Genauso wie ich es haben wollte. Alles gut. Und trotzdem reißen wir jetzt gerade alles raus, was wir haben. Schön eingelenkt. Perfekt um die Kurve. Extra Power abgerufen. Hätte ich gewusst, dass sie alle auf Medis starten, ne? Ich hätte ins Doppel, also zwei Boxen Softs gemacht. Soft, Medi, Soft. Aber egal. Es ist halt so. So. Optimaler Boxenstopp. Sehr, sehr stark. Das hätte Ju auch haben können. Gefährliches Fahren. Reifen noch nicht auf Temps. Schieben uns daneben. Und see you later, Alligator. Oh, das hat Joe nicht
antizipiert unseren aggressiven Einsatz, aber er war fair. Warum auch immer Joe jetzt so viel Zeit zu uns verloren hat. Das war jetzt nicht gerade so, dass wir da 2 Sekunden schneller waren. In diesem Sektor als sonst. Max Verstappen auf jeden Fall hinter uns, Leclerc hinter uns. Teamkollege ist auch an der Boxengasse. Und wir lassen es jetzt natürlich fliegen, versuchen noch Perez auf der Strecke zu überholen. Vielleicht findet es ja noch was. Er ist ja da vorne. Perez mit den alten Medis gegen unsere neuen Medis. Das tut schon ein bisschen weh. Ich sage ganz eindeutig, wenn Perez jetzt nicht reingeht, packen wir ihn uns. Und wird auf der Strecke aber nichts. Hier natürlich kein DRS. Aber nochmal eine schnellste Runde. 21.009. Und damit sind wir P1. Es kann das jetzt entscheidend gewesen sein. Denn wir lassen es ja richtig jetzt fliegen. P2. Und alles, was danach kommt, ist auf harten unterwegs. Und werden nicht ihren Punkt erreichen, wo die Medis abbauen und die Harten besser werden. Zumindest nicht schnell genug. Das heißt, wenn wir jetzt konzentriert bleiben, Feierabend. Sei natürlich Safety Car kommt, aber dann gehen wir definitiv nochmal rein und holen uns Softies. Die halten nämlich 11 Runden. Das weiß ich. Was hat denn da? 8 Runden halten die auf jeden Fall. Unser Teamkamerad ist übrigens letzter. Ich wollte es nicht erwähnt haben. Haben einen coolen Faktor. Mein Auto auf P1 und ein Auto auf P22, 23, 24. 22? Ne, doch. 22. Ich habe gerade oben links geguckt. Kevin Magnussen ist ausgeschieden. Safety Car? Ja, nein, vielleicht. Wenn wir uns in den Karten spielen, wenn wir uns nämlich die besseren Reifen holen. Yeah.
Wir holen uns natürlich Used Softies ab. Wir haben sogar noch darum gebettelt, Safety Card zu bekommen. Wir haben wirklich keine neuen? Nein. Okay, dann halt Use. Optimaler Boxenstopp. Irgendwie schon krass, wie obwohl wir so weit vor denen lagen, die nicht September reduzieren mussten. Safety Guy in dieser Runde, vielleicht. Ja, haben wir noch eine Runde, Safety Car vor uns. Alter, wie schnell seid ihr?
Ich war am Überlegen. Das konnte ich Lando jetzt auch nicht antun. Ja. Danke, Hamilton. Und es gibt niemand eine Verwarnung. Junge. Na, überschossen. Nutze die Seite auflass. Tschüss. Hey, Regen. In 10 bis 15 Minuten. Was ist das? Reifen nicht auf Temps? Wir haben auf jeden Fall aktuell Riesenprobleme. Shut up. Oh, irgendjemand schreibt mich hier die ganze Zeit an. Das ist sowas von nervig. Ja, da halte ich ja einfach rein. So wie du rumgezuckt bist. Soll er sein Auto gerade halten und nicht am Anbremspunkt rüberschieben. Ja, wäre sehr nett, wenn wir auch die RS hätten. Was war das jetzt schon wieder? Ja, wir bleiben auf jeden Fall. Im Train drin. Was ein Move. Outside. Oh! Merkt man die Müdigkeit.
Das war ein riskanter Move. Könnte nichts aus der Batterie rausquetschen. Oh. Ich weiß nicht, was aktuell los ist. Damit haben wir das Rennen weggeworfen. Schaffe nicht. Teilweise keine Stopping Power. Scheiße. Halt die Schnauze, großartiges Rennen. Ich habe das Rennen weggeworfen. Das ärgert mich. Oh, das nervt mich jetzt. Merkt man das? Sicherlich. Absolut genervt. Dass ich halt nichts abrufen konnte. Ich frage mich immer noch, wie wir aus 15 Sekunden Boxenstopp unter gelber Flagge und das Safety Car auf P6 zurückfahren können. Wie geht das? Ach, naja. Aerodynamik will wieder irgendwas. Weiß was kaum. Machen wir hohe Kosten. Ja. Come on. So, gucken wir mal, was kriegen wir denn wöchentlich Einnahmen? 118, 120, 136. Da sind 136 das höchste. Schießen wir im Rennen mindestens unter den besten 4 ab. Ja, nehmen wir mit. Perfekt. Übrigens großes Monocoque Update. Monaco jetzt schon? Na gut, ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge. Und dann hoffe ich,
wenn du aber es hast, darauf zu sein. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen üben.